Ein Wort ist Herr Franz Kirchkatterer. Bitte, Hauptgärtner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bundesminister, auf meinen Vorgänger könnte man die ganze Redezeit verwenden. Ich werde mich ganz begrenzen auf einen Tagesordnungspunkt, und zwar auf den Tagesordnungspunkt 6. Hier wird der Herr Innenminister von den Grünen belehrt. Das ist nicht unsere Art und ist auch nicht unser Stil. Und wir lehnen das auch ab, den Antrag. Sehr wohl sind wir für eine inhaltliche Diskussion, umso mehr, wo es uns ein wichtiges Anliegen ist, ein leidenschaftliches Anliegen. Und dazu laden wir auch ein, unseren Koalitionspartnern, die Oppositionsparteien, jeden Abgeordneten hier im Haus, um die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle, im menschenrechtssensiblen Bereich, zum Beispiel bei den Geheimdiensten, zu stärken. Bisher wird diese sehr wichtige Arbeit geleistet von einem Teil des Innenausschusses. Die Ergänzung mit Kolleginnen und Kollegen des Justizausschusses und des Verfassungsausschusses würde sicher eine positive Weiterentwicklung bedeuten. Diese würden andere Perspektiven in menschenrechtsrelevanten Fragen einbringen und neue Qualität ermöglichen, auf die man auch weiter aufbauen kann. So wie es 2012 durch die Verlagerung des Menschenrechtsbeirates vom Innenministerium zur Volksanwalt gelungen ist. Wie es mit den unangemeldeten Menschenrechtskontrollen durch die Volksanwaltschaft laufend gelingt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ruhe war zu Zeiten von Metternichs die erste Bürgerpflicht. Doch heute, denke ich mir, bringt uns eine lebendige Demokratie nach vorne. Danke.